Servus, Grüße und hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge unseres wunderbaren Jagged Alliance 3 Let's Plays. Und ja, ich habe jetzt, glaube ich, einen großen Schritt in der letzten Folge gemacht, indem ich hier diesen Bunker ausgehoben habe und die Carmen Santiago, nee, wie heißt sie? Carazón Santiago besiegt habe. Die ist jetzt außer Landes mit Aussagen gegen den Fascho, einen alten Putscher. Und meine Truppe ist echt kaputt. Die ist wirklich komplett auseinandergenommen worden. Also krass. Und ich habe jetzt mehr oder weniger alles gelootet bis auf den hinteren Bereich. Also hier vorne ist alles weg. Jetzt gucken wir mal, was hier noch Schönes eventuell zu finden ist. Das sieht ja ganz interessant aus hier. Was Hackbares gefunden. Speak now. Ja gut. Aber das sind jetzt alles so Sachen, ich meine. Auf Geld kommt es jetzt hier nicht mehr an, auf Bauteile kommt es nicht mehr an. Wir sind ja in der Endphase, hoffe ich mal, von diesem Spiel. Aber mei. Let's take a walk. Yes? Wir waren von Anfang an so gründlich. Eine Kampfstimulanz. Wir waren von Anfang an so gründlich, also wollen wir das auch jetzt sein. Auffüllen. Auffüllen. So. Gut, das war's. Naja, dann können wir jetzt auch wieder rausgehen aus der ganzen Geschichte hier. Aber so einfach raus geht's wohl nicht. Dann, oder hier ist doch aber eigentlich auch. Kann ich nicht einfach sagen. Dahin reisen. Let's boogie over there. Oder. I'm here, player. Holla back. I'll be where I'm at. Nee, auslaufen soll hier gar nichts. Sorry to say it, man. Good. Now. Auslaufen soll hier gar nichts. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt an der Oberfläche wieder, oder? Ja. We move with certainty. Und das heißt, mir gehört jetzt wieder der ganze Bereich. Jetzt könnte man überlegen, ob man hier wieder Leute ausbildet und solche Sachen. Also die Milizausbildung macht. Aber ich habe das Gefühl, dass hier keiner mehr herkommen wird. Deswegen spare ich mir das jetzt mal. Ich überspringe mal diesen Punkt. Und werde stattdessen jetzt mal Verletzung behandeln. Und da gibt es wirklich viel zu tun. Gegenstände zu reparieren gibt es auch viele. Ich glaube, da ist einiges kaputt. Ivan Contract. Gut. Die ganzen Contracts hier laufen. Feels like I'm recovering nicely. We got businesses. Da hätte man auch mal so eine Option machen können für automatische Verlängerung oder so, gell? Weil das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger eine mühselige Arbeit. All set, man. Now I'm just chilling. Nee, chill mal nicht, sondern reparier mal weiter. Wäre mir ganz recht. All done here.
Der ist noch völlig kaputt. Okay, Operationen, Verletzung behandeln. Magic. Da haben wir alles. Gut, das klingt gut. Feeling mellow. Ah, der Magic braucht ein bisschen länger. Der braucht ein bisschen länger. Glavny, komm. Wait, wait. You know, Igor. Na? My contract's about. Man könnte jetzt natürlich auch darüber nachdenken, mal mit der dritten Gruppe hier ein bisschen was zurückzuerobern, oder? Warum eigentlich nicht? Da ist ein Armeetrupp. Naja, das ist jetzt so eine Sache, wenn die automatisch kämpfen. Wovon ich aber nicht ausgehe, nicht unbedingt ausgehe, dann. Also so gut sind sie dann auch wieder nicht. Ja, ich weiß nicht. Ach du Kacke, da kommen ja doch wieder welche. Ja, gut, dafür brauche ich euch dann. Ja. Oh. Gerade so. Entspannt euch mal. Scope kostet Geld. Ja, natürlich. Aber jetzt müssen wir weiter, weil sonst bin ich bald komplett pleite hier und wir haben nichts erreicht. Alle sind wieder fit. Das ist schön. Jo, du kriegst auch deine Kohle. My contract. Okay, wir haben 6 Söldner. Das könnten wir bestimmt schnell selber lösen. Nicht 6 Söldner, 6. Der Separatisten oder der. Ach, keine Ahnung, wie die heißen. So. Einsatz. Best soldiers fight and do tasks. Same time. Без вопросов. Was auch immer du damit sagen willst. Das Team muss 5 Kopfschüsse erzielen, das ist super, weil genau das werden sie auch machen. They'll never see. Heads up, I see someone. Gut. Shooting from concealment. Das ist der erste Kopfschuss. Wir könnten mal so einen typischen Shadow Move machen, okay. Und einfach mal versuchen im Shadow hier durchzukommen. They can't hit what they can't see. Copy that. Da hast du eine Ausgrabungsstätte, wo ich den Indiana Jones Verschnitt gesehen habe mit seinem Huhn, oder? What do we do now? They took the fort. Calm. This is the fun part. They got to us first. Spread out.
Na kommt schon. Das ist er ja schon wieder. Got no time for pleasantries. Got no time for pleasantries. No, this is what I'm talking about. Ja, ja. Gut, da war keiner mehr, also gehen wir mal in die Richtung. They'll never see me. Drei Stück sind's noch. Okay. Meine Güte, wo sind sie denn? Das ist ja anstrengender, die zu finden, als die zu killen. Copy that. Ernsthaft. Got a target here. Ach, da. Nichts an. Das sind drei Stück auf einen Haufen. Das ist natürlich. Good opportunity. Ja, egal, wir machen das jetzt. I hunt alone from the shadows. No distractions. No reprieve. We got hostiles. We win, Desk. We crouches here. This is geil. Okay, Shadow. Oh, Shadow ist schon fertig. Schade, das wäre jetzt noch schön gewesen, den. Bist du noch verborgen, ja? Now this is what I'm talking about. Move through the shadows. Yeah. Völlig falsche Richtung. They'll never see me. They can't hit what they can't see. Smoke them all. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, aber das ist alles. Das kann man alles vergessen. Also ich überlege jetzt echt langsam mal, ob man das ganze Loot-Gedöns sich einfach liegen lässt. Eigentlich brauche ich es nicht mehr. So, Mineneinnahmen müssten jetzt wieder besser sein. Okay, was machen wir eigentlich mit dir? Ah, wir können was Goldenes machen. Am Ende deines Suchs beträgst du bis zu 3 in die nächste Runde. Das ist sehr gut, das machen wir auch. Und dann gehen wir weiter. Ich meine, es bleibt noch anders übrig. Some nice views here. I guess you do see new stuff traveling. Und das zurück. Mhm. Dann gehen wir dahin. Ja gut, das. Das sollte ja wohl kein Problem. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwach, was die da so an Einheiten haben, ne? Der jetzt ein bisschen mehr erwartet. Gonna do a little stalking. Und drei Stück sind es. This is what I'm talking about. Unfriendly spotted. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dann probieren es. They'll never see me. Antworten geben. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Copy that. Got a clear shot here. Warnung, Warnung, vor was Warnung?
Hey, wieso Warnung? The friendlies are about to get a whole lot unfriendlier. Taking aim. So ist das. Und nicht anders läuft das hier. Oh, 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 was haben wir denn da alles? Das ist doch alles noch von den vorherigen Kämpfen, oder? Das ist doch nichts von dem Kampf jetzt hier. Ja, ich habe da keinen Bock drauf. Das lassen wir alles. Dauert zu lang. Okay, dann würde ich gerne mal da hinten das Zeug wieder aufräumen. Wieso laufen die darum und die darum? We're moving slow as molasses. Let's speed this up. Wir laufen langsam wie Malasse. Malasse? 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 I am at the, Tochka. My contract. Contract. Like lightning, man. I'm here and ready to strike. Orders up, man. I'm here. Was glaubt ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Sieben, das mache ich automatisch. Okay, da bin ich jetzt aber irgendwie. Hat's mich da erwischt. Das ist ja das, ich glaube, wenn ich das jetzt ausfechten lasse, dann kriege ich immer Schaden. Und wenn ich es selber mache, dauert es zwar länger, aber ich habe diesen ganzen Reparaturdinger hier nicht. Kann man jetzt nicht überlegen, was besser ist. Gut, dann. Das sind immerhin 10 Stück. Naja. How about an assignment to keep us sharp? Just like exams. Man, I love those. MD sollte zwei Feinde im selben Zug töten, das bezweifle ich, dass der das schafft. Ja. Streifschuss. Streifschuss. We got hostiles. Hä? Hallo? Taking the shot. Fast tot! Ja, was ist das denn? So kenne ich das aber nicht. Yes? Okay. Ja, Streifschuss wegen diesem blöden Sandsturm hier. Going undercover. Slow and steady. Enemy is unaware, but I don't have a clear shot. Nee, das ist nichts, also Streifschüsse ist nicht gefangen. What? What? They will not see me. Playing it smooth. Found a hostel.
ganz nah rangehen, dass wir keine Streifschüsse bei denen machen. Und dann. This is the fun part. Ja, hallo. Ich grüße euch. Blatt, das wäre mal was für dich hier, oder? Aua. Wie schießt ihr zuerst? Das ist nicht in Ordnung. Ready for a fight. Okay. You got it. Watch out! Too late. It is always more fun when it is face to face. Gut. Eyes here. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Nee, eben nicht. Ich will keine Streifschüsse. Ich bin ja eben nah ran, damit ich eben keine Streifschüsse habe. Das war ja der Sinn der ganzen Aktion hier. Moving to position. So. Target locked. Nee. That has to hurt. So. Scoop Sterling. Not much of a challenge, that shot. Ja, das glaube ich dir, aber das ist alles doof. Auch noch. Ja. Barry, Barry, was sagst du zu der ganzen Sache? Kannst du mal hier so eine... Wo sind denn die Hohlladungen, die du hergestellt hast? Ist keine da. I have good odds of hitting enemy. Ja. Klasse. Nein, was hab ich denn gemacht? Scheiße! Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Was läuft hier? Was passiert hier, Blatt? Kannst du bitte messern? No problem. No evildoer can stand before you. This idea stinks worse than spoiled meat. Ach, scheiße, was mach ich denn? Das war ja dumm. Also das mit den Streifschüssen, das nervt ein bisschen, weil... Man, was soll das? Was soll das bringen? Was? Ivan hat nicht getroffen. Du hast das schon mal gegeben. This should do it. Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. That's my kind of woman. I think I can, you know, get him. Ja, MD doch. Nicht schlecht. I'm exposed. Get me out of here. Das war doch gar nicht so schlecht. Got a nice clean shot from here. Ja, dann. Ja, Leute, was soll ich denn davon halten? Das ist doch alles ein bisschen.
This is a bad place to be right now. Aiming. That was a good shot. Yeah. I am ready. Reaper, warte, was ist denn das für ein Angriff? I sense this shot will find its mark. Ja, also dann. 173. Ich glaube, das war bis jetzt der höchste, oder? Be free from your mortal vessel. Catastrophic brain shot successful. Keeping it real. Ice. I'm packing steel. Mach dein Eisding. Watch me pop a cap in this dude. Nein, Eis, du hast mich schwer enttäuscht. Jetzt stehst du da. Position to shoot. Okay. Ich verkaufe jetzt hier alles, mir rechts. Okay, Leuchtstäbe. Das können wir noch nehmen. Mod entladen. Was heißt Mod entladen? Ach so. Ich meine, bei den, wenn man es verschrottet, also da kann natürlich immer irgendwas dabei sein, vielleicht so ein Chip oder so. Das ist natürlich dann, wäre natürlich ganz cool. Weil Chips gibt es ja hier wirklich selten. So, das rote Auge. Aber jetzt brauche ich erst mal eine Verletzungsbehandlung. Ja, wieso nur sie? Weil es nur Streifschüsse waren, oder was? Okay. Ja, da habe ich nichts dagegen. Commander, an excellent. Feels like I'm recovering nicely. Gut, dann darüber. So, dann haben wir das auch zurückerobert. Jetzt ein Aus mit Gegenstände reparieren. Ja, das lohnt sich. Gut, dann gehört das auch wieder alles in unser Territorium. Hier unten müssen wir noch alles schön erobern. Ihr seht, ich mache alles wieder so, wie es mal war. Und dann kommt zuletzt das kleine Inselchen noch oder Inselstück oder Teilbereich. Und was wir noch nicht haben, ist das mit den der U-Bahn, also diese Zusatzmission, die mit dem Patch dazu kam, habe ich auch gar keine Ahnung, wo man die findet. Bin da echt ein bisschen überfordert. Das ist gut. Ja, genau, der Einzige, der jetzt. Ach, das ist immer das Gleiche. So, ihr seht jetzt auch, ich habe diese Minen wieder. I'm still working on my task. It's taking a lot of time, but I'm giving it my all. Ich habe diese Minen jetzt langsam wieder zurückerobert und das bringt es natürlich insofern, als dass ich dann wieder die Hälfte des Ertrags auch bei geschlossenen Minen zurückbekomme. Jetzt ändert sich auch wieder so mein Einkommen ein bisschen.
Ja, behandle dich doch mal selber. Ist doch eine gute Idee. Und vielleicht wollt ihr auch mal Gegenstände reparieren. Ich weiß es ja nicht. Genau. So, Magic ist von allen Verletzungen genesen. Und dann machen wir die große Welle und gehen gleich nach da unten. Aber ich sehe gerade die halbe Stunde schon wieder rum. Ist ja Wahnsinn. Ich denke immer so für mich. Ich habe eben erst angefangen. Also bei diesem Spiel geht die Zeit rum. Wie im wahrsten Sinne des Wortes, wie im Fluge. Weil ich nämlich ja alles durchpflüge. Entschuldigung, das war jetzt ein tolles Wortspiel. Wieso steht da eigentlich, dass ich die Söldner verkaufen kann? Ich verkaufe doch niemanden nicht. Die können mir ja nicht. Verlängert den Kontrakt halt nicht, aber das hat Verkaufen nichts zu tun. So, auch das mache ich automatisch. MD hat was los. Reaper hat ganz schön was abbekommen, okay. Das ist ein Krankenhaus, das ist doch schön. Na dann. Starten wir das Ganze doch mal. We got businesses. Geräusch. Warte, da kommt noch jemand. So, jetzt. Automatisch. Okay. So, und ihr geht. Also, ihr geht mal da lang. Oh, ne. Stopp. Lightning Man, I'm here and ready to strike. Ach, hey, Mine, und ich bin angeschlagen. Das war. Also, das. Das ist. Das war jetzt nicht so schlau. Was? Nein, was habe ich denn gemacht? Scheiße, das war dumm von mir. Nein, das wollte ich gar nicht. Datenbank. Wo ist denn die Raven? Vermisst. Raven, komm zurück zu mir. Ich will nur zurück zu dir. Okay, let's try this again.
Ja. Great. Von, du gehst. Wo sind denn die anderen? Scheiße, keine Ahnung. Da kann ich mir jetzt auf was gefasst machen, oder? Ach, das ist der Fascho, ist da drin. Eieieiei. Was passiert, wenn ich Rückzug mache? Ich weiß gar nicht, was da passiert. Also Leute, wir machen mal Schluss. Ich glaube, ich muss mal gucken wegen Rückzug oder so, was ich da mache, weil die sind ja so zum Teil ein bisschen angeschlagen hier. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist die Folge schon zu lang. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen, bis zur nächsten. Tschüss.